Wir behindern den Wiederaufbau in keinster Weise. Im Gegenteil. In Wahrheit sind wir die Garanten für die Sicherheit und den Wiederaufbau des Landes. Diejenigen, die Afghanistan die Hilfe verweigern, werden eines Tages im Norden des Landes Unruhen anstiften und die instabile Sicherheitslage und den Krieg im Süden als Vorwand benutzen. In dieser Provinz herrscht Sicherheit. Wo aber sind die großen Projekte für den Wiederaufbau? Wo ist die Unterstützung aus dem Ausland für einen wirklichen Neuanfang? Das improvisierte Interview mit dem Gouverneur von Herat ist damit beendet. Ismail Khan mag keine Journalisten mit lästigen Fragen. Natürlich herrschen in Herat Ordnung und Sicherheit. Aber wehe, jemand wagt es sich gegen den Provinzherrscher aufzulehnen. Er weiß genau, wann es besser ist, sich den Entscheidungen aus Kabul zu beugen. So wie bei der Sache mit den Zolleinnahmen oder erst kürzlich, als er sein Einverständnis erklärte, nicht länger Gouverneur und gleichzeitig Militärkommandant der Region zu sein. Aber der 52-Jährige bleibt unangefochtener Herrscher über den gesamten Westen Afghanistans. Wir besuchen Asisa, ihren Mann Hedayat und ihre drei Söhne. Wichtigste Regel, keine Fragen über den Gouverneur von Herat. Nachdem es den Amerikanern und den internationalen Streitkräften gelungen war, die Taliban zu stürzen, hat nicht nur Amerika, sondern auch die internationale Gemeinschaft große Versprechungen gemacht. Sie haben ihre Solidarität mit dem afghanischen Volk erklärt, die Demokratie versprochen, soziale Gerechtigkeit, das Ende der Kriegsfürsten-Ära. Sie haben uns ein besseres Leben versprochen. Auf all das haben die Menschen gehofft. Die gesamte Bevölkerung des Landes klammert sich an diese Hoffnung. Aber auch Afghanen in der ganzen Welt, die darauf warten, in ihr Land zurückkehren zu können. Ich sehe das genauso. Die Versprechen wurden nicht eingehalten, aber das Volk hofft noch immer. Es wartet darauf, dass die Waffen eingesammelt werden, die Wirtschaft angekurbelt und der Wiederaufbau endlich in Angriff genommen wird. Das Regime zu stürzen, das aus Afghanistan ein riesiges Gefängnis gemacht hatte, dieses Ziel wurde erreicht. Die Bevölkerung aber sehnte sich auch nach dem Ende des Kriegsfürstentums. Doch diese Hoffnung wurde enttäuscht. Zwischenstopp in der Hauptstadt Kabul. Im Juli 2002 waren wir schon einmal hier. Einige Veränderungen fallen sofort ins Auge. Verschmutzung, ständiger Lärm und patrouillierende Truppen der ISAF bestimmen auch hier das Bild. Aber anders als in Herat tragen hier immer weniger Frauen die Burka. Hier und da sieht man ein Handy. Ansonsten Baustellen, soweit das Auge reicht. Ganze Häuserzüge liegen noch immer in Trümmern. In Kabul herrscht Wohnungsnot. Durch die Rückkehr der Flüchtlinge hat sich die Zahl der Einwohner innerhalb von 2 Jahren verdoppelt. Heute sind es knapp 3 Millionen. Und die Schere zwischen einer kleinen, wohlhabenden Minderheit und einer großen Mehrheit, die an der Armutsgrenze lebt, klafft immer weiter auseinander. Amin Fahang, ehemaliger Wirtschaftsprofessor an der Universität Bochum, ist Minister für den Wiederaufbau in der Regierung Karzai. Er scheut sich nicht vor unbequemen Wahrheiten, wenn er über die internationale Gemeinschaft spricht. Der Wiederaufbauprozess ist eng verknüpft mit der Sicherheitsfrage. Die internationale Gemeinschaft sagt einerseits, wir können euch kein Geld für eure Projekte geben, weil es bei euch keine ausreichende Sicherheit gibt. Andererseits weiß man sehr wohl, dass wir ohne diese Projekte keine Arbeitsplätze für die Bevölkerung und somit auch keine dauerhafte Sicherheit schaffen können. Die internationale Gemeinschaft muss ihr Versprechen einlösen. Wenn wir Arbeitsplätze, Einkommensquellen schaffen, dann stehen jene, die derzeit für Unsicherheit sorgen, auf verlorenem Posten. Die internationale Gemeinschaft geht das Problem falsch an. Oft heißt es,
Der Wiederaufbauprozess des Landes, des Staates, würde von den Provinzen gebremst, von Kriegsfürsten wie Ismail Khan in Herat oder Dostum in Mazar-i-Sharif. Diese Kriegsfürsten, wie Sie sie nennen, profitieren meiner Ansicht nach mehr oder weniger von der Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft. Sobald die Regierung diese Leute unter Druck setzt, meldet sich jemand zu Wort, der uns nahelegt, diplomatischer vorzugehen, um diese Herren nicht zu vergrämen. Wenn wir jedoch tatenlos zusehen, dann wird die Zentralregierung an Einfluss verlieren, während diese Leute immer mächtiger werden. Das wäre das Ende des Wiederaufbaus. Beim Versuch, die Macht der Kriegsfürsten zu beschneiden, muss die internationale Gemeinschaft die Regierung unterstützen. Sie muss sich hinter uns stellen und nicht gegen uns. Auf dem Weg nach Jalalabad. Wir wollten eigentlich nach Kandahar fliegen, aber alle zivilen Flugverbindungen sind eingestellt. Das bedeutet 2 Tage Fahrt auf einer Straße, die alles andere als sicher ist. Ex-Taliban und erpresserische Räuber aller Art liegen hier auf der Lauer. Auf der Straße nach Jalalabad, nahe der Grenze zu Pakistan. Von Kabul aus sind es 170 Kilometer. 4 Stunden auf der Straße, eine Art Buckelpiste.